Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sexy Brutal. So, wir haben im letzten Part ein bisschen herumgeschnüffelt und wir haben jetzt herausgefunden, wo Aurum sterben wird. Ja, da werden wir uns das mal antun und herausfinden, was das genau ist, woran er, also wir wissen ja genau, dass er an Oxidationsmangel, an Oxidation stirbt, aber wir wollen uns das näher mal anschauen. Was ist das hier? Das sieht komisch aus. Sind das Rosen? Eine schwarze Maske über hellem Marmor. Die Statue strahlt reine glühende weiße Trauer aus. Es ist schwer, neben ihr zu stehen. Aha. Interessant. Dort hier ist interesting. Was zur Hölle ist das? Eine riesige Statue eines Phönix. Ein seltsamer Mechanismus blockiert den Zugang zu den dahinterliegenden Türen. Gut, gehen wir hoch. Ich glaube, wir gehen hoch. Und schauen uns das oben an. Mhm. So, da waren wir schon drin. Genau, das war der Teil mit dem Spiegel. Da müssten also irgendwo die Herrschaften rauskommen. War die Stadt hier? Aha, damit kann man die Tür nicht öffnen. Bla. Bla. So, und hier ist eine Karte auf dem Boden und eine Karte im Feuer. Aha, ein Steinkeramik, die Glut ist kalt. Karte erhalten. Mhm. Das ist hier. Oh, das bedeutet, dass wir irgendwann hier einen entgegenkommen werden. Himmel und Treppe. Okay, hier ist also nichts, was wir jetzt teilweise jetzt direkt interessant empfinden würden. Dann schauen wir uns mal die weiteren Dinge an, die hier so an sich herumoxidieren. Mal abgesehen von Aurum. Ah. Ich glaube, für Exploration-Wellen her machen wir hier mal einen Stopp. So. So, dann auch gleich mal weiter. Mhm. Der Raum ist ein Wartezimmer, aber wofür? Gut, und weiter. Ist das dann der Raum? Okay, wir haben einen Loop gefunden. Genau, hier dürften jetzt die Oma sein. Wenn Sie jetzt mich bitte entschuldigen, dann... Ich muss zu Tor, als hätte ich Dinge zum Tor. Hm? Wie eine Situation mit einem Nachtkopf, bla bla. Oder eine Leiche, bla 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 bla. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Nee, ist schon gut. Sterben Sie mir nicht in meiner Abwesenheit. Schon klar? Passt. Okay, die Oma hat anscheinend keine weiteren Probleme. Aurum. Wir wissen aber nicht, wie sie stirbt. Ich hoffe, du nimmst die Sache ernst. Na bla, bla bla. Mhm. Könnten wir aber mal reingehen und uns mal anschauen, was genau die da hinten tun, weil das wissen wir noch nicht. Mhm. Aurum, ich hoffe, es geht dir gut. Die Statue bringt ein großes Geheimnis. Vor Jahren hat mir Lukas gebeten, einen geheimen Mechanismus einzubauen. Wenn die Mechanismus da ist, dann dürft ihr es schaffen, die Statue zu reparieren. Bla bla. Dann haben wir um 9.50 Uhr den Weg öffnen. Aber wo ist Aurum? Wo bist du, Aurum? Ich warte nicht so gerne hier draußen. Okay, die geht hier rüber. Ladies and Gentlemen, die Show beginnt in einer Stunde. Packen Sie Ihre Unterhöschen zusammen und warten vor dem Regal. Whatever. Mhm. Nachdenken, nachdenken. Was ist das hier? Ah, Lukas war schon immer etwas exzentrisch. Und die Feste waren immer etwas Besonderes. Aber hier stimmt irgendwas nicht.
Lukas ist ja, also Boone ist ja ein Priester. Niemand hat den Marquis auf den eigenen Fest gesehen. Und das Personal auch nicht. Warum steht hier keiner? Und warum sollen wir einige Berichte des Anwesens nicht betreten? Bereiche des Anwesens nicht. Warum soll. Hast du überhaupt einen geheimen Aufzug? Blabla. Die sind hier viel zu schnell. Die reden hier einfach. Blabla. Und ich, ne? Verdammt. Genau. Meine Rede. Aurum, die Zeit wird knapp. Wenn du alle 4 Stunden auf Pik gestellt hast, wird dein Denkmal aufbrechen, bla bla, und du glaubst das ungefährlich. Ich hoffe, du hast recht. Alle 4 Stunden auf Pik. Okay, die Oma will jetzt hier hin. Andiamo? Lukas, ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ich habe dir vertraut und zusammen haben wir dir diesen Wunder geschaffen, in Geheimnissen gut verborgen bleiben. Was für Geheimnisse hast du von mir verborgen? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ah, da ist ja der Aurum. Aurum, es geht dir gut. Gute Männer lassen sich erwarten. Hast du die Statuen verändern können? Die Symbole auf die das Denkmal sollten übereinstimmen. Ich habe getan, was du mir gesagt hast. Kein Problem. Ah, gut, gut. Ich weiß, dass du verzweifelt... Das blablabla. Hast du alle 4 Statuen verändert? Die Bibliothek, der Klavierraum hier und bla. Eingangshalle. Eingangshalle muss ich übersehen haben. Ich glaube, die Statuen werden nicht richtig eingestellt. Die ganze gar nicht richtig. Gar nicht gut. Mhm. Ah, es geht auf. Hab ich gemacht, Mann. Bla. Ja, Herrschaftszeiten, ihr gebt mir überhaupt keine Zeit. Teil hat alten Bla. Opfer? Ofen? Willst du damit sagen, dass wir die klettern sollen? Bla. Ja. Ach ja, bla bla. Lukas hatte befragt. Ein ganz neues Bla. Herrschaftszeiten, könnt ihr mir mal Zeit geben, das Ganze zu lesen? Verdammt. Bist du dir sicher? Schön warm hier. Es... Oh. Nein! Brutzel. And now they see ich dahin. Eingangshalle, Bibliothek, Klavierraum, Herz, Pik, Pik, Pik. Okay. Erstmal kurz gucken. Warum schläft er nur vor sich hin? Die Bibliothek ist ja hier oben. Geheimer Durchgang. Hier ist eine Statue. Oh Mann, ich muss hier außen rumgehen. Bäh. Das ist nervig. So, dann weiter. Ich muss langsam eine Pause machen. Dieses ganze Stimmenimitation und die... Ich habe ja vorher einen Rimbold gerade bis zum Ende aufgenommen. Ah, das geht schon ein bisschen auf die Bändchen. So, dann schauen wir mal. Samstag. Genau, jetzt sind wir hier. Hier unten. Okay, dann gucken wir, ob wir das noch hinkriegen. Ich schaue mir mal die Bibliothek an, ob sich da was geändert hat, weil wir müssen es theoretisch überprüfen, ob die Statuen irgendwann verändert wurden. Das hier... Nee, hier hat sich nichts verändert. Das ist... Die kann sich auch nicht ändern. Genau. Jetzt die hier drüber. Nein? Doch. Nee. Ah. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, durch diese Tür und dann rechts.
Genau. Komm schon. Genau, eins weiter. Eine Statue in der Bibliothek. Ist das wirklich die Bibliothek? Also hier ist keine Statue. Zumindest sehe ich keine. Interesting. Und hier... Ich meine nicht, eine Statue in dieser Richtung gesehen zu haben, als ich das letzte Mal hier gedackelt bin. Weird. Weird. So, weiter. Come on. Come on, buddy. Genau, hier war das hier. Ich sehe aber auch nicht wirklich eine Markierung für eine Statue. By the way, wir könnten ja mal kurz gucken. Genau, ist hier was zum Verstecken? Weil jetzt müsste ja... Nein, sie geht wieder zurück. Nee. Die Fassung des Spiegels ist wunderschön geformt. In der rechten unteren Ecke befindet sich ein Mottenzeichen. Aha. Okay. Flü. Classics, again. Aber das ist immer noch nicht das, was die Statue da oder irgendwie so ähnlich gemeint war. Explorazione, Explorazione. Sagt ihr, er und liest nicht den Text, den er gerade aufplumpen hat lassen. Ich weiß, Häresie und derartigen. Ich bin mir der Häresie gewahr. Und ja. Gucken wir trotzdem weiter, weil ich bin jetzt eigentlich eher auf der Suche nach der tatsächlichen Statuette. Komisch. Gucken wir mal in der Eingangshalle, da war ja auch, glaube ich, eine nach Aussage. Genau. Ach, die Statue, ich bin jetzt ab. Und darum ist Aurum da auch tatsächlich am Werkeln gewesen. Interessant. By the way, wann kommt denn der vorbei? Der müsste jetzt dann hier eigentlich bald auftauchen. Oh, der braucht noch eine Weile. Ah, das sind diese Statuen. Ah, das sind die Statuen, die markiert hier auf der Karte sind. Jetzt sehe ich das erst. Okay. Eine. Schön, dass die vom Spiel vormarkiert werden. Das erleichtert den ganzen Kram allgemein. Jetzt mache ich einen kleinen Umweg, weil ich möchte nämlich auf den Gang noch die andere Seite sehen. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. So. Himmel- und Höllentreppe. Ja, ja, lass mich durch. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Interessant. Habe jetzt nicht erwartet, dass die hier tatsächlich einen Essraum mit eingebaut haben. Und wieder oben Drache. Das scheint hier so ein Running Theme zu sein. Okay, hier ist ein kleines Guckloch versteckt. Ich habe es geöffnet. Ich glaube, ich kann jetzt von der anderen Seite durchschauen. Interessant, da gibt es was zum Gucken. Also ich meine allgemein überhaupt zum Gucken. Warum würde ich das wollen? Ich nehme mal die Karte mit. Da bin ich immer gern dabei. So. Genau, Schwarz Peak. Statue des Ritters, aber der Arm fehlt. Der Arm fehlt.
Das ist jetzt natürlich nicht geil. Wo ist ein Aurum in der Zeit? Okay, der geht straight up hier. Das heißt also, die Leute waren hier vorher. Okay, hier ist Kram. Die haben damit herumgespielt. Mhm. Okay. Das ist jetzt natürlich interessant. Ich weiß, die waren immer was Besonderes, aber hier stimmt irgendwas nicht. Bla, ich habe das alles schon gesprochen. Blö, blö. Blö, blö. Aber Moment, ich wollte hier durch, ne? Oha, ich muss mich beeilen. Andiamo, Komrad. Was ist das hier? Vorhang, nichts Aufregendes. Mhm. Mhm. Okay. Mal kurz zusammenfasseln. Faseln. Wir müssen jetzt dann, wenn wir die Zeit nochmal zurückdrehen, jetzt den Aurum folgen, um herauszufinden, wo Stuff ist und was da passiert. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Statuen gefunden. Hier ist eine, vier sollten es sein. Da ist eine, da ist eine. Und da ist aus irgendeinem Grund noch eine Zeit lang da drüben. Mhm. Okay, die gehen hier auseinander. Und dann geht er hoch. Ab da habe ich keine Ahnung mehr, was mit ihm passiert. Das heißt also, wir wissen ja, dass das Ömmelkern, genau, dass das hier auseinander geht. Dann hier herunter vereilt. Mhm. Dann hier von diesem Herz-Dreier angegeiert wird. So, die beiden verschwinden dann hier durch. Sie bleibt dann hier. Faselt nur mal kurz über seine Ritualen. Dann kommt jetzt. Moment. Das kennen wir von Aurum. Genau, der ist dann hier am Werkeln. Okay. Und faselt dann mit ihr und geht hier dann mit ihren beiden verrecken. Hm. Damit können wir arbeiten. Damit können wir sehr gut arbeiten. Jetzt stellt sich bloß die Frage, wo verstecken wir uns jetzt erstmal den... Können wir noch Informationen sammeln? Genau. Gehen wir hier wieder zurück, weil er sollte jetzt eigentlich jeden Moment hier auftauchen. Come on, Buddy. Ja, hier, da ist er schon. Tust du noch irgendwas von Interesse? Außer ein paar Minuten stylisch in der Gegend herumzustehen? Okay. Nee, der stand nur mal kurz stylisch da und wartete auf sein dramatisches Timing. Okay. Hast du die Statuen verändern können? Die Symbole dieses Mal denken sollten übereinstimmen. Ich glaube, dass du gesagt hast, das war kein Problem. Ah, gut, gut. Ich weiß, dass du zweifellos, aber wird das funktionieren? Dass es funktionieren wird. Mhm. Hast du alle vier Statuen verändert? Die Bar, die Bibliothek, der Klavierraum hier und die Eingangshalle, die muss ich übersehen haben. Ich glaube, die Statuen wurden nicht richtig eingestellt. Das ist ganz gar nicht gut. Ah, es ist auf. Hab ich gemacht, Mann. Es hat sogar funktioniert. Was war dieses Ding, bevor du den Aufzug verwandelst? Ein Ofensystem. Ofen? Willst du damit sagen, die Ketten gar nicht in den Ofen? Blablabla. Dann wissen wir. Okay, also wir wissen ja jetzt, was diesbezüglich passiert. Jetzt müssten wir uns natürlich einen neuen Raum suchen. Ich würde mich wieder in der Eingangshalle begeben, weil da ist, glaube ich, ein sinnvoller Anstieg.
Also an Zeitpunkt, um. Also ein Punkt im Allgemeinen zu starten. Vor allem, wenn wir Aurum verfolgen wollen. Es sei denn, er sagt nicht das Passwort. Verzeihung. Also, dass er nicht das Passwort von sich gibt und somit wir ein bisschen doof dastehen. Und ich bin zu weit gerannt. Mhm. So. Genau, die haben sich ja verändert. Der Arm der Statue ist eingerastet und kann nicht mehr bewegt werden. Jo, wir müssen mal eine ganze Zeit lang überprüfen, was passiert. Mhm. So. Dann wollen wir mal. So. Genau, die Statue in der Eingangshalle. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt zum Starten. Der bleibt gleich. Klar, weil der Spieler hier startet. Okay, auf jeden Fall. Wir wissen jetzt, was passieren wird. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Follow the Aurum. Let's have the Gold Rush. Baby. Wiederschauen. Für die Gott, whatever.